Nur noch 3 Runden. Okay. Knochentrocken ist in Führung. Waluigi ist Zweiter und ja. So soll es auch hoffentlich bleiben. Nein, kein Applaus für. Ja, doch, für den Hundi gibt's Applaus. Es riecht nach einem Sieg von Team Waluigi. Wie willst denn du riechen? Du hast gar keine Nase. Du Nase. Okay. Haben die jetzt ernsthaft die. Wie kriegen die das ernsthaft? Okay. Bitte nicht. Ja, danke, danke. Das ist. Und dann haben sie nämlich noch die Doppelkarte. Ja, dann schauen wir mal. Ich mache hier nämlich noch mal ein bisschen Scheiße, ne? Also guck da mal da. So, ich färb das Feld noch mal ein bisschen wie lila für kurze Zeit und dann gibt es jetzt noch schlimmere Pechfelder. Okay. Ist okay. Oh, ein Monty-mauliger Wurf. Ganz schön maulig, dieser Wurf. Bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Das reicht doch einen von denen, oder? Mist. Natürlich! Okay, Leute, damit habe ich offiziell verloren. Weil die haben jetzt leider auch noch das Geld dafür. Da fehlen mir einfach die Worte. Ja, das sehe ich aber auch so. Meine Güte, ey, was soll das denn? Oh! Ja, wo geht's jetzt hin? Wahrscheinlich ganz nach unten rechts, wo wir nie wieder hinkommen. Damit schön unfair ist. Ja, sag ich doch. Ich hab's von Anfang an gecallt, dass dieses Spiel sich so eine Scheiße ausdenken wird. Ich hab's halt mehr mit den Blöcken vermutet, aber na gut. Guck mal. Hier, mach den hier. Wahrscheinlich macht sie es jetzt auch. Nee? Wow. Wie sie sich einfach weigert. Ja, zieh uns noch Geld weg, ist okay. Mit meiner 4 komme ich eh nirgends hin. Kann ich echt niemanden von denen batschen? Ja, vielleicht. Vielleicht hilft es ja was. Ich glaub's zwar nicht, aber. Die Faust im Nacken. Ja, hoffentlich vom Gegnerteam. Okay, das ist cool. Das ist die Steuerung, auf die tatsächlich viele nicht klarkommen, was ich ganz interessant finde. Wo man sich einfach vorstellen müsste, muss man, wer ist in dem Ding drin? Ja, ist es doch. Hä? Gerade eben beim Trainieren war es noch die andere Steuerungsart, aber na gut. Komm schon. Jetzt mach den weg. Geht doch. Oh Mann, ey. Gewonnen. Fertig? Ja. Yeah.
Ey, ich hab nicht gemacht. Das hätte sich so leicht verhindern lassen können, wenn Rosalina die ganze Zeit wenigstens mal ihren Block eingesetzt hätte. Aber egal. Selbst wenn ich die Karte vorher nicht eingesetzt hätte, ich wäre hier jetzt unmöglich noch an so ein Sternfeld gekommen seither. Deswegen wollte ich, habe ich ursprünglich auch überlegt gehabt, warte ich jetzt noch mit dem Stern? Aber es geht halt leider echt nur drum, wer macht es am Ende. Der ganze Rest scheint einfach nicht zu zählen, weil das dadurch komplett nichtig gemacht wird. Nicht nur, dass die Sterne verdoppelt werden, man schiebt den anderen noch mal eine zusätzliche Verdopplung in den Arsch. Und da die Verlierer von Minispielen halt auch noch Geld kriegen, ist halt, what the fuck? Können sie es halt dann auch zahlen. Wird doch eh nix. Komm, würfel einfach. War klar. Kann ich den hier zerstampfen? Wo steht denn der eigentlich? Ich erkenne das gar nicht. Zoom. Der steht da oben, okay. Halt unmöglich. Ja, dann gehe ich halt in die andere Richtung. Bam. Bam. Das kriege ich jetzt schönes. Ja! Oh, aber nee, ich hätte eine Warpröhre gebraucht, verdammt. Aber vielleicht kann sie ja jetzt irgendwie überraschen. Ich glaube sie ist zwar nicht, aber Geld haben wir ja genug. Sie hat halt auch gut Partner. Jetzt wieso... Das war's. Sie hätte auf das... Sie hätte, glaube ich, tatsächlich auf das Feld kommen können, um nach unten zu kommen. Unten ist der Stern. Und, ja, ne, also, ich will ja nichts sagen, aber ich, nehme das jetzt gar nicht ernst. Ich versuche jetzt einfach, dass die nichts bekommen. Oh, verdammt. Ich bin so ein Fiesling. Nö, nö. Nee. Du kommst hier nicht lang. Ende. Unentschieden. Ja, weil es eh wurscht war. Weil es einfach eh wurscht war. Also schon witzig. Einer hat dies nur sabotiert und trotzdem waren wir gleich gut. Schon witzig. Es war ein Social Experiment sozusagen, ne? Mach das mal mit echten Mitspielern, ne? Mit Leuten, die auch wirklich mit euch in einem Raum sind. Die würden euch was husten. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. So, 14. 21. Ey, was zum Henker? Das übertreiben sie es aber richtig. Ah klar, mit zu viel Partnern kannst du natürlich dann was anfangen. Peanuts, Peanuts, da, ist okay.
Ihr armen Schlucker, das gönne ich euch. Wir können uns einfach zigmal mehr leisten als ihr. Aber gut, kann ich auch verstehen. Immerhin müsst ihr ja das Money hier unter mehreren Leuten aufteilen. Ihr müsst viel mehr Leute durchfüttern, ist ja okay. Ja, du mich auch. Das bringt halt nichts, aber egal. Tschüss. Ich mach's einfach. Einfach just for the lols. Wäre sie vorher runtergegangen, dann hätte sogar was werden können. Jetzt lass mich mal überlegen. Die ist hier, dann zwei hoch. Nee, sie hätte nicht drauf kommen können. Okay, dann nehme ich alles zurück. Sie hätte nicht drauf kommen können. Egal. Lass mich einmal die 10 sehen wenigstens. Nö, aber ein schönes Pasch. Okay. Hier hin? Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Schön. Willst du hier bleiben? Nein. Ja. Doch. Vielleicht. Nee. Oh Mann. Ja, das bringt doch jetzt nichts. Gut, was ich mache, eigentlich auch nicht. Aber egal. Vielleicht gibt es ja einen Bonus für Schlüssel gehabt oder so. Wer weiß. Ein Türschlüssel. Öffnet eine Tür. Okay. Ich habe mir einen Skelettschlüssel habe ich mir rausgelassen, müsst ihr wissen. Warum auch immer das bei Mario Party 2 damals Skelettschlüsse waren. Ich glaube bei Mario Party 3 auch noch. Da schiebe ich einfach als Knochentrocken meine Verwandten mit nahe und dann passt es. Eine Runde mehr hätte ich jetzt noch gebraucht. Dann hätten wir jetzt das Ruder wieder rumgerissen. Witzig, oder? Denn, weil dann wäre ich jetzt zu ihr geportet. Und wenn wir dann beide da hätten reinkommen können, dann bam, easy Sieg. So, ne. Da mache ich jetzt gar nichts. Weil es eh egal ist. Oder sabotiere ich wieder Mario? Komm, ich sabotiere wieder Mario. Ach, kann ich gar nicht. Okay. Bin diesmal unten. Schade. Ich mache ja doch was. Was seht ihr, wenn man unten ist, dann wird das halt nichts. Man muss halt schon den NPC sabotieren, weil der andere NPC macht es nicht. Ende. Ach doch, okay, ich bin ja die linke Anzeige. Ups. Nur weil ich rechts war, muss ich natürlich nicht rechts gucken. Fertig? Yeah! Fertig? Yeah! Fertig? Du kannst mich mal. Oh Mann, ey. Alle Runden sind beendet. Können die vielleicht per DLC oder so nachpatchen, so ein fertig Yeah rauspatchen? Hier ist so eine Einstellung, dass man dieses Yeah rausnimmt. Das wäre recht cool. Und dass man diese Sternkarte rausnimmt, dass die eine doppelte Verdopplung bekommen, ne? Das wäre auch recht cool. Bitte, ja? Okay, cool. Es ist klar, wer gewonnen hat. Selbst wenn wir jetzt noch 2 Bonis kriegen, ist es zu spät. Wir bräuchten 3 Bonis und die gibt's nicht. Münzbono. Ja, ist klar. Das sind wir, aber es bringt uns nichts. Stampfbonus. Ja, das haben die. Safe. Oder? Wobei ich auch gerne auf den rumgestampft bin, aber ich glaub's nicht. Oh, doch. Wenn es jetzt nur einen gibt, haben wir vielleicht sogar noch eine Chance, aber ich glaube, es gibt nur 2. Ja, wow, danke, tschüss. Warum nochmal habe ich gesagt, ich spiele dieses Spiel mal nach langer Zeit mal wieder? Weil ich Lust drauf hatte. Ja gut, ich glaube, dann lasse ich es aber auch erstmal bei einer Runde, ne? Kannst einfach machen, was du willst, sonst es bringt nichts. Aber vielleicht kriegen wir jetzt noch was Schönes. Vielleicht kriegen wir jetzt noch was Schönes. Ja. Her damit. Her damit. Danke. Freundschaftsjubel. Okay, cool. Cool, cool, cool. Juwel erhalten. Sehr schön. Fehlen ja nur noch 2. Glückwunsch!
Danke. Wieso eigentlich Glückwunsch? Das würde ja heißen, dass man jemandem Glück wünscht. Aber in dem Moment, wo man Glückwunsch sagt, hat man ja schon irgendwie was erreicht oder so. Oder geht man davon aus, dass jemand Glück gehabt hat dabei? Ist eigentlich auch dämlich, oder? Eigentlich ist das Wort Glückwunsch doch ein dämlicher Begriff, wenn man so drüber nachdenkt. Oder sieht es jetzt nur ich so? Bravo, das war fantastisch. Verkackte Kapseln geschafft. Bravo. Du hast das Freundschaftsjuwel erhalten. Ja, danke. Tschüss. Hallo? Danke. Wie lange will die das noch sagen, habe ich mir gerade gedacht. Okay. Mir fehlt, glaube ich, noch ein Charakter. Ich weiß jetzt nicht, ob der vielleicht hier aufgetaucht ist. Schauen wir mal. Oh, Lakido, was machst denn du hier? Wow, Knochentropfen, reife Leistung. Deine Konkurrenten sind allerdings auch nicht auf den Kopf gefallen. Lass dich nicht abhängen. Ja, ist okay. Ich darf nicht auf den... Ich will auf den... Mano. Auf die darf ich auch nicht. Die Musik. Cool. Oh, online mache ich. Nee. Muss jetzt nicht sein. Toad-Tablet. Kraftabenteuer. Hä? Wieso ist das hier markiert? Ah, weil ich das noch nicht fertig habe. Okay. Kann ich hier noch irgendwie was Cooles machen? Mit den Partypunkten vielleicht? Ich habe da noch so ein bisschen welche über. Nur schade. Dann würde ich sagen, soll es das für diesen Part erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß an diesen Parts. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play. Was für Let's Play? Ich meine, Wirbels wilde Wundertüte und was wir da dann spielen, das wird sich dann zeigen. Ja, auf jeden Fall würde ich mich auch freuen, wenn ihr auch ein Däumchen nach oben da lasst oder einen Kommentar. Und ja, dann würde ich sagen, es ist jetzt auch Zeit hier zu beenden für diese Aufnahmesession. Und ich, wie gesagt, schaut gerne auch woanders dabei dann noch rein. Und ich sag, ciao, ciao.